Willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir haben in der letzten Folge ein paar Aufgaben gemacht. Die wollen wir gleich abgeben, aber ich sehe gerade, hier ist ein bisschen Kraut, was wir sammeln werden auf jeden Fall. Ich bin außer Reichweite. Es bringt 3000 Erfahrungspunkte. Oh, fast 4000 sogar. So, dann laufen wir mal schnell zurück. Ihr seht, wir haben in der letzten Folge einen schönen Bogen bekommen, ne? Den müssen wir mal zeigen. Ja, sieht prächtig aus. Unser neuer Bogen. Zack. Haben auch mal noch mal ein Foto vom Bogen. So, jetzt gehen wir mal die Aufgaben ab. Von den beiden Voodoo-Priesterinnen. Entwerft eine Strategie mit, ja, und ja, wie man mit Hilfe von Voodoo und Wissenschaft die von Aussterben bedrohten Blutsaurier dazu bringen kann, sich fortzupflanzen. Okay. Ich lese euch das jetzt alles nicht vor, das würde, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern. So, haben wir einen Plan? Sehr schön. Lasst uns zuerst mit Wissenschaft versuchen. Begleite das mit Voodoo und... Okay. Na los. Ich bin in den Voodoo, okay. Ab zum Dino wieder. Ach so, ja, jetzt habe ich es auch verstanden, was wir die ganze Zeit machen. Die beiden sollen sich fortpflanzen, weil die es nicht so oft gibt. Aber er ist ja tot. Er lebt wieder. Er lebt wieder. Sieht ein bisschen aggressiv aus, der Kleine. Sehr schön. Raus zu... Müssen wir. Müssen wir zur Höhle reisen? Wo ist die Höhle? Da ist die Höhle, oder? Ja. Ich brauche ein Ziel. Den Großen mal hier töten, weil der stört bestimmt bei der Paarung, gehe ich ganz stark von aus. So, zack. Oh, bam. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, komm. Der andere jetzt eigentlich auch, oder ist er schon da? Ne, da kommt noch. Zack. Mensch, jetzt stirb hier. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön. Hier ist irgend... Ah, Mist, ist weg. Da waren wir ein bisschen zu langsam, okay. So, die Liebeshülle der beiden Dinosaurier haben wir erstmal gereinigt. Das ist schon mal schön, jetzt ist es wieder da. Sehr schön, haben wir es trotzdem bekommen. Wieder ein bisschen verpackt hier, ne? So. Wenn wir die Aufgabe direkt abgeben. Ah, die folgt uns bestimmt. Das ist aber uns egal. Ey, die haben sogar komische Schuppen. Was sind denn das für welche? Ah, eine alte Rasse, die es gar nicht mehr so weit so hier gibt. Bestimmt. So, da vorne können wir sie abgeben. Mal gucken, was wir diesmal für sie noch machen sollen. So, legt das Kopf an. Damit. Oh, es gibt schöne Schuhe. Was ist denn hier oben? Oh, ein Erz, ein Erz. Holen wir uns natürlich noch schnell. Das ist zu weit entfernt. Das gute Erz. So, zack.
Dann gehen wir mal hier schnell runter. Guck mal, wer alles online ist. Ist er online? Nein. So, oh, da stehen sie ja, die Guten. Okay, die Natur wird einen Weg finden. Naja, dann haben wir die guten Dinosaurier mal wieder verkuppelt, dass sie sich fortpflanzen. Sehr schön. So, dann ziehen wir die Schuhe gleich mal an. Dann sind wir hier fertig, ne? Wir sind hier fertig. Dann können wir nochmal... Was ist das denn jetzt? Okay, die können wir auch noch machen. Hier ist noch mal ein erstes nehmen wir mit, dann nehmen wir den Ruhestein, würde ich sagen. Dann geben wir die Kräuterquest ab und dann gucken wir, welche Aufgabe wir da noch haben, dass wir die auch erledigt haben. Und dann gehen wir vielleicht noch in der Folge ins neue Land. Ich kann es euch nicht versprechen, ich weiß es nicht genau, wir werden es sehen. So, auf Mountain auf jeden Fall. So, und dann werden wir nach unten gehen. Zum Hafen müssen wir auch noch. Hier konnte ich schon runter. Na, manche Treppen überlaufe ich fast. Zack. Zack. So, wumm. So, dann werden wir hier mal die Aufgabe abgeben. Sprecht. Lauscht den Worten der Loa. Sehr schön. Stufe 2. So, und jetzt wieder hoch. Zum Flugmeister. Wir hatten doch eigentlich mal hier diese Viecher, wo wir mitfliegen können. Ich sehe aber auch nie einen, ne? Wo wir mal mitfliegen könnten. So, Flugmeister ist hier oben gleich. Ah, da fliegen wir noch mal zum Hafen. Prinzessin Talanji schickt uns nach Nasmir. Wir brauchen eure Pterodaxe, um dahin zu kommen. Grüße. Ich brauche erstmal einen Pterodax, um in den Hafen zu kommen. Du fliegst erstmal mit mir in den Hafen. Aus Nasmir kehrt keiner zurück, Mann. Genug gelabert, Schwester. Wir haben Befehle von der Prinzessin. Und wo war das die Aufgabe denn eigentlich? Kulture, Bedeutung. Ach so, das ist auch eine Quest von der Kräuterkunde, oder? Kräuterkunde, ja, die machen wir auch gleich mit. Wie gesagt, Kräuterkunde gehört auch zum Leveln dazu. Wir machen das gleich. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es später wahrscheinlich sowieso auch nicht. Also. So, fangen wir. Mounten wir mal auf. Laufen wir zu dem Punkt da hinten. Wo ist denn der? Oben oder unten? Gucken wir gleich mal. Ah, der ist unten. Ah, die brauchen wir doch nur sprechen. Hm, wer ist denn euer Loa? Sehr schön, weiter geht's. Die Treppen runter. Wow, das war glaube ich ein bisschen hoch, wenn wir da runterspringen würden. Jetzt können wir runter. Den Kollegen da hinten, Kapitän. Seid ihr bereit für eine epische Reise? Und für eine epische Reise sind wir immer bereit eigentlich. Wir sind hier vorne. Und dann können wir mal noch zu unserem Kriegsschiff reisen. Das ist ja hier vorne auch. Schönen Tag. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. So, und dann... Whoop. Dann werden wir mal auf unser Kriegsschiff kurz.
So, oh, hier ist auch so ein bisschen was los. Schönen Tag. Im Gange noch, okay. Können wir da wem hinschicken? Glaube ich nicht. Ah, da können wir nicht, okay. So. Ja? Nicht genügend Kriegsressourcen. Naja, das war klar. 100. Haltet eure Waffen. Wir haben keine 100 Kriegsressourcen, ist ja schwach. Das ist echt schwach. So. Haben wir die Aufgabe erfüllt, dann können wir wieder zum Kräuterkunder fliegen, die Aufgabe abgeben. Hier ist, glaube ich, genau der Koch. Was treibt ihr hier? Lernen. Wollen wir alles lernen, deine Rezepte. Danke dir. Hier machen wir auch dann weiter. Tiramisu und Loa-Kuchen. Sehr schön. So, und hier lang. Wollt ihr was? Sander. Ja, wir gehen jetzt das dritte Mal zu unserem Kräuterkunde-Lehrer. Und dann haben wir das Land echt, glaube ich, komplett, haben wir es eigentlich komplett aufgedeckt. Gucken wir mal. Erfolge. Erkundung. Haben wir nicht? Was fehlt denn? Das Bluttor und Schreckenspinnentiefe. Wo ist das denn? Ah, das ist bestimmt der Teil hier, oder? Ne, das gehört schon dazu. Hier der Teil bestimmt. Oder haben wir hier überhaupt einen Flugpunkt? Das weiß ich gar nicht. Glaube ich, der Teil fehlt noch. Prinzessin Talanji schickt uns nach Nasmir. Braucht ihr Schutz? Wir brauchen ja, eure Pterodaxe, um dahin zu kommen. Ich lasse meine Tiere doch nicht zu Bluttrollfutter werden. Das aus Nasmir kehrt keiner zurück. Werden wir da uns noch mal hinbegeben. Genug gelabert, Schwester. Wir haben Befehle von der Prinzessin. So. Zack. So. Sprecht und die Loa hören zu. Sehr schön. So, wie kommen wir? Wir gehen jetzt erstmal nach da oben. Nochmal wieder zum Flugmeister. Tap, 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 tap. So. Prinzessin Talanji schickt uns nach Nasmir. Wie oft willst du es uns wir noch brauchen sagen? Eure Pterodaxe, um dahin zu kommen. Ich lass meine Tiere doch nicht zu Bluttrollfutter werden. Aus Nasmir kehrt keiner zurück, Mann. Ich weiß nicht, wie wir hier hinkommen. Genug gelabert, Schwester. Wir haben Befehle von der Prinzessin. Na komm, dann machen wir Kommt das jetzt. Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe braucht. Finger weg vom Voodoo, Mann. Ich mach mich auf nach Nasmir. Was hat euer Vorsicht, dann bringen wir uns nach Nasmir. Außer Blutrollen und dunklem Voodoo gibt's da nicht mehr viel. Oh, hier gibt's auch noch eine Aufgabe. Wo ist die denn? Hier vorne am Tempel, okay. Am Tempel gibt's also auch noch eine Aufgabe. Vielleicht führt die uns dahin, wo wir hin müssen. Da werden wir nochmal vielleicht zurückfliegen. Also erstmal bringen wir uns nach Nasir. Ja, hier treffen wir uns ja schon. Hätte ich ja fast selber hinlaufen können. Und noch, ja, glaub mir, ihr kommt nicht zurück, okay. Zack. Haben wir jetzt hier einen Flugpunkt? Nee. Erster Flugpunkt. Wir questen uns erstmal bis zum ersten Flugpunkt durch. Sumpfland, ne? Oh, das sieht aber auch gut aus. Das sieht aber auch gut aus, würde ich sagen. Langsam, Prinzessin. Wir dürfen nichts überstürzen.
Wir müssen die Gegend erkunden und einen Plan schmieden. Euer Rat ist weise, Rokan. Doch die Zeit für Taten ist gekommen. Die Bluttrolle müssen aufgehalten werden. Foto. Fürs Album. Noch ein Foto fürs Album. So. Viel zu tun. Macht's kurz. Geht voraus und sucht Prinzessin nach Hinweis auf Blut. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmecken. Basis in den Ruinen in der Nähe. Ihr zwei, seid vorsichtig. Hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Erstmal holen wir uns sowieso hier das Erz. Oh, hier irgendwas suchen und machen. So, wo ist denn hier noch was? Bestimmt auf der Innenseite. Hm? Hier ist gar nichts. Da ist es doch. Komm mal ran. So. Töten. Es sind noch mehr. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal unseren Beruf weitermachen. Ich habe kein Ziel. Na komm, greifen wir die mal kurz an. Das Krokodil ist neben unserer Blume, die wir brauchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, nehmen wir die Blume mal mit. Und dann da hinten gehen wir nochmal schnell hin. Da sind auch nochmal zwei. Und dann können wir die Aufgabe weitermachen. Aber erstmal sammeln wir alles für unseren Beruf ein. Sind wir auch wieder knappe 10.000 EP, die wir bekommen haben. Sind sogar. So. Zack, und jetzt können wir auf Mountain. Jetzt suchen wir nach Hinweisen auf Bluttrolle. Da ist auch eine Kiste, die nehmen wir auch natürlich noch gleich mit. So, wo ist die Kiste in dem Haus? So, auch nochmal. Bisschen Kraut. Also. Sandala so. Für immer. Genau, ich danke dir. Und dann werden wir uns mal die Kiste hier vorne holen. Die gute Kiste. So, hier soll auch noch irgendwas sein. Bestimmt wieder was am Baum. Einmal an der Wand. So, hier gibt es aber gleich unsere Aufgabe noch und das können wir jetzt auch nochmal looten. Sehr schön, so und jetzt gucken wir nach den, erkunden wir mal, ob es hier Bluttrolle gibt. Oh. Mein Volk, abgeschlachtet. Seht ihr jetzt, was für ein Übel wir bekämpfen? Die Bluttrolle sind Monster. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Möge Buonsamdi eure Feinde holen. Ich kann die Toten von meinem Volk nicht so zurücklassen, damit sie diese Monster entweihen. Lasst die Bluttrolle für diese Schandtat leiden. Sucht mich auf, wenn ihr die Gefallenen gerecht habt. Ja, wir werden sie alle töten, die ganzen Blut. Ein Blut Ziel. Für Gahun. Was ist denn da los, Alter? Die fahren ja richtig auf, die Bluttrolle, aber... Ich habe kein Ziel. Kein Problem für uns, die Gesandten werden sie alle töten. Wie viel müssen wir denn töten? Ein paar. Ich
Ich will euer Blut. Das sind so richtige Kannibalen, ne? Das sind Kannibalen, Voodoo-Kannibalen-mäßig. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Da ist auch schon wieder einer, zack. Wollen wir mal ein paar zusammenziehen hier. Ich habe kein Ziel. So, zack. Na komm her, du. Zack. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nun, die Aufgabe haben wir. Ich brauche ein Ziel. Nur noch ein paar gefallene Trolle verbrennen. Zählt das? Der zählt ja zu uns? Nee. Der zählt zu uns. Und. Der müsste auch zu uns zählen. Sehr schön, dann können wir die Aufgabe abgeben. Und haben Level 116 erreicht. Sehr schön. Also das Land ist zwar ein bisschen düster, aber das gefällt mir. Ein Kraut und zwei Kräuter, die werden wir natürlich mitnehmen. So, da vorne ist noch eins. Sehr schön. Und unser blauer Balken ist weg, ne? Unser blauer Balken ist weg. Da ist noch ein Erz, das werden wir auch holen. Und dann werden wir die Aufgaben abgeben. Hier ist noch was. Hier vorne, das holen wir uns auch. So, und jetzt werden wir die Aufgaben abgeben. Wie lang, wo ist er denn? Hier ist was tot, da muss ich hier bestimmt durchgemetzelt haben. Was ist er denn? Hier ist er ja. Unsere gute Priesterin. So. Nehmen wir mal schnell erledigen. Aber ich würde sagen, wir geben die Aufgabe in der nächsten Folge ab und gucken, was auf uns als nächstes wartet. Was wir mit den Bluttroll noch anstellen werden, was die mit uns anstellen werden. Da bin ich sehr gespannt, sehr, sehr gespannt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir sind Level 116. Oh, trefft euch mit Pestrufer am Kriegsklang. Jawohl, ich danke dir. So, und ich danke euch fürs Zuschauen. Feedback nicht vergessen, Daumen hoch, Kommentare, ihr wisst es alles. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Let's Play WoW. Ich danke fürs Zuschauen, bis morgen. Tschüss.